Das würde ich zu dieser Map auch sagen, ja. Stinkt nach Toilette. Nicht durch? Fick dich, Pirates! Der zieht doch nicht nach oben, das ist unmöglich, Mann! Das geht nicht! Ja, Alter, die Scheißkarre kann einfach überhaupt nichts! Danach muss ich noch ein... Ja! Ding Dong, der Nancy kommt! Beim besten Format auf YouTube. Heute eiskalt in der Evolution Edition. Schau mal, was da steht, Alter. Nein, was? Es wird immer beschissener. Oh fucking yeah. Das heißt, wer am Anfang geschaut Karat hat Glück gehabt. Und wer sie am Ende bekommt, ist richtig weggenudelt, ey. Herzlich willkommen an mich, der wahrscheinlich 100% die Schrottkarre haben wird. Hallo! Ich hoffe doch. Digga, ich hab gar keinen Bock drauf. Oh, was steht da? Er steht neben... Nicht vergessen, ne? Nehmen Deko? Nicht vergessen. Irgendwas mit Nehmen nicht vergessen. Okay. Deko? Ja. Aufnehmen nicht vergessen. Ach so, ja, ja, Digga. Direkt abgeleitet, Alter, weil ich so ein schlauer Typ bin. Aufnahme. Assalamon, hallo Muchachos, by the way. Müssen polieren und einen wunderschönen Astala. Guten Hallo, guten Reis, guten Mittag, guten Abend, gute Pause, guten Bums, guten Rauch, guten Dusch, guten Feierabend, guten Dienst und... Nein, Digga, nein. Ja. Das ist sehen. Nein, gern, Digga. Aber ich behalte doch jetzt nicht nur die Scheiße, oder? Also der Shiburik damit... Also, ich will nur nicht den Club haben. Können wir kurz festhalten? Ich will nicht den Club haben, weil Shiburik finde ich noch einigermaßen in Ordnung. Ich will nicht den Club haben. Ich will nicht den Weevil haben. Und ich will auf gar keinen Fall... Wer den Rasenmäher hat, der ist verloren. Also... Das wäre der absolute Schmutz. Der Weg richtig. Also ich muss sagen, ich würde gerne auf den Weevil und den Rasenmäher verzichten. Ja. Den Shiburik hätte ich sogar genommen. Ja, wobei Wardwechsel sind mit dem auch echt okay. Arschscheiße, ne? Bist du schon durch? Nee. Es ist sehr verwirrend gebaut. Ich weiß immer nicht so richtig, wo ich langfahren soll. Digga, wie soll's da Wardwechsel geben? Willst du mich komplett verarschen, Alter? Alter! Aber also ich muss auch sagen, ne? Ich würde mich auch freiwillig melden, um einfach mal eine Folge lang 100% die gute Karre zu nehmen. Da ich bin. Hallo, hier bin ich. Nimm mich. Oh, und du kannst ja nicht mehr da unten fahren. Du musst ja oben bleiben. Wie soll das gehen? Und selbst Deko hat ja verkackt. Wo musst du unten fahren? Ja, kannst du nicht unten fahren? Ramm mich mal bitte von hinten für so ein bisschen mehr Speed, weil ich fahre hier ungefähr 3 km/h. Okay. Ja, das war ein bisschen spät. Braucht den Speed. Ja, aber hier musst du unten fahren, ne? Nach dem Wechsel? Nee, ich muss erstmal den Bordwechsel kriegen. Das ist unmöglich. Weil ich die ganze Zeit heftig nach unten droppe, Digga. Alter. Also ich muss sagen, der Bordwechsel ist jetzt nicht so das Problem. Das freut mich zu hören und das ist ja... Leute, ich dachte, ich mache jetzt hier ein paar Spielereien, fahr unter der Brücke durch, Alter, kannst du gar nicht. Digga, ich weiß echt nicht, wie das gehen soll. Wir hatten ja so schlimme Probleme mit dem Wallwechsel, dass man oben bleibt. Ja, genau, perfekt. Ja, oh ja, das war richtig gut, Digga, das war gut. Oh, aber nicht dann da. Darf ich nicht umfahren. Aber der Speed, ey, den musst du mir weiterhin geben, sonst ist das hier unmöglich für mich. Ja. Ich brauch Support, komm her. Mal schauen, ob ich dich nochmal sehe. Okay, hier muss ich unten fahren, deswegen bin ich, glaube ich, gerade verkackt. Aber es sind Speeds verbaut auf der Strecke. Oh fuck. Hä, musst du auch hier lang fahren? Ich habe jetzt verkackt, aber hier kommt eine Koralle mit einem Flugzeugpump. Okay, ja, also dieser Wallwechsel, der wird brutal. Also ich weiß wirklich nicht, wie... Nee, also er überdreht sich entweder komplett, wir kennen das von einer anderen Shiburek-Map, also... Keine Ahnung. Also nicht ansatzweise eine Ahnung. Du bist halt richtig krass da unten ausgebrochen. Dann lieber jetzt nochmal, hier. Ja. Ja, okay, jetzt abhauen. Oh. Nee, selbst so nicht, ey. Alter Spiele, wie? Ja, also ich glaube, die Welt ist hier schon vorbei für mich.
Das fände ich nicht. Oder Windschatten. Oder ja, kann man nicht vielleicht einfach da lang fahren? Vielleicht musst du sogar gerade ausfahren. Vielleicht ist die Strecke, die ich hier fahre, ist nur für mich und du musst gerade ausfahren. Aber ich kann es dir. Also, was hat er sich dabei gedacht? Alter! Rainbow-Strecke! So, ich bin jetzt auf Rückweg zum ersten Mal. Ja, ja. Ey, wäre richtig geil, wenn du so einen Helikopter bekommst, weißt du, damit ich. Oh! Ich holen, das war mein bester Try, ich fahr einfach mal hier so. Nee. Da musst du sogar da oben fahren? Das hat er niemals getestet, wow. Oder? Ich komme mir sogar wieder zurück entgegen hier. Okay, Alter. Okay. Ja, ich kann. Nee. Okay. Also Loser Pirate hat in die Kommentare geschrieben, der Map mit den Schrottkarren ist es brutal schwierig. Brutal, hat er da geschrieben. Danke für nichts, Digga. Okay, ich gucke mal gerade spaßeshalber, was passiert, wenn ich die gerade ausfahre. Nee, also, siehst du das? Also, selbst wenn ich den Butterschmuf nehme, dann bin ich wieder mit meinem Dach an der Seite. Digga, also. Wow. Also, ich muss sagen, ich würde es jetzt Baller gerne selber mal austesten. Baller nach vorne, Digga. Aber auch nur so ein oder zwei Mal zum Testen. Ich hätte jetzt keinen Bock, die ganze Zeit nicht schon zu fahren. Also, vielleicht hast du Glück, das wird jetzt ein Solo-Ding. Und kommt okay, nur mit guten Fahrzeugen durch. Das ist einfach nur ein Troll. Hallo, dankeschön, Mr. Wer hat's mitgebaut? Ich dachte gerade schon, also Loser Pirate. Und ich dachte, Loser Pirate hätte sich beschwert, dass diese Map zu schwer ist, aber. Ja, er meint einfach nur, es ist brutal endschwer mit den Schrottkarren. Dankeschön, geht gar nicht. Also Pirate hat auch gebaut. Ja. Oh, ich bin das. Ich habe auch gerade eine Falle eingebaut. Nee. Also, wenn du den Voidwechsel schaffen solltest hier. Ja. Fahr wirklich dann unten auf dem blauen Void weiter. Ja, ja, das wollte ich auch. Und da muss man aber oben fahren, ne? Also, das wäre ja auch nochmal. Ja. Das mach ich dir gerade. Muss ein einziges Mal diesen Board wechseln hinkriegen, aber, Digga. Dann? Ich weiß ja nicht. Digga. Ist das eine Koralle mit dem Shibuya? Ja, eine Koralle geht auch relativ easy, muss man sagen. Okay. So, und dann wieder zurück. Dann kam ich in eine Tube und in der Tube war ein Außertürer. Dann hat der nicht gesehen, bin direkt reingefahren und hab verkackt. Ey, dieser komplette Dreher, ne? Alter! Ey, jetzt mal ernsthaft, was ist das für ein Scheiß? Also, wie gesagt, ballern nach vorne, ne? Baller. Ich hoffe, dass du nicht einmal die schlechte Karre bekommst, weil das Ding ist für mich hier schon vorbei. Station die schlechte Karre kriege? Ja. Und vor allem, es wird ja auch schwieriger und schlimmer, ne? Also, die Karren werden schlimmer, ja? Ja, ich weiß nicht, was war denn das hier, Schwierigkeit, Alter? Ob die Schwierigkeit auch schlimmer wird. Alter, der Aussortierer hat mich gerade richtig genudelt, ey. Komm, ein einziges Mal, Digga, den Boardwechsel. Ein einziges Mal. Soll ich jetzt wieder zurück? Bist du jetzt eigentlich schon beim nächsten Punkt oder immer noch nicht? Immer noch nicht. Willst du mich verarschen, Digga? Du bist nicht mal. Ich hab nicht mehr den ersten Boardwechsel. Was? Digga, du hast den X21. Ich fahr jetzt wieder die Strecke hier. Muss ich jetzt auch. Ja, ich muss jetzt hier oben bleiben und die Stelle, wo ich gerade am Hochhaus reingefahren bin, ist dann eigentlich ein Teleportpunkt, ne? Digga, einfach oder? Dieser Überdreher die ganze Zeit. Okay, jetzt bin ich am nächsten Punkt. Okay, Marvin, wie soll ich mich entscheiden? Links oder rechts? Entscheide dich für die richtige Seite, Brudi, sonst bist du verloren. Ja, das ist natürlich jetzt gut, ne? Also gerade eben war links. Was kommt? Ich glaube, jetzt kommt der Club. Jetzt kommt der Club. Die Frage ist halt, ist der Club links oder rechts? Ich fahr wieder links. Ich bleib einfach links. Ich hoffe. Wobei, da drüben, der andere Punkt ist auf einer pinken Plattform. Los. Ah, X21. Oh, Digga, du Glücklicher. Digga, das heißt, aber ich glaube, P-Rate wollte, dass ich gefickt werde. Der hat alles wie kommst extra du da? So. Weil der schlechte Punkt anscheinend, war auf einer pinken Plattform. Ich glaube, er hat gehofft, der macht dass immer ich so angezogen werde. Was ist denn hier jetzt Phase? War das richtig? Wo zum. Nee! Alter, warum? Mr. Period, was baust du da wieder für den Müll? Ich glaube, wir haben uns schon mal über ihn beschwert. Ah, ich muss da rüber. Ja? Mhm. Ich könnte es mir vorstellen, wenn ich das so sehe. Ich glaube, ich muss jetzt rüber und auf der Seite muss ich runterjobben. Ja, Und sag mal, ob der nächste Punkt mit dem Club ziemlich nice wäre.
Also bis jetzt nicht. Nice. Nice. Ich weiß aber auch nicht, ne? Es ist ja auch immer so ein bisschen, ist ja immer ein Teleportpunkt da. Weiß also nicht, ob du mit dem Ficken, Alter! Ob du das den gleichen Punkt fahren würdest. Welche Strecke? Doch, fährt man. War ja davor auch schon. Aber das heißt ja nicht, dass es immer so ist. Digga, siehst du da immer noch einen anderen Scheiß? Ist hier so beschissen, Alter. Dann stell dir das jetzt nochmal mit dem Club vor. Okay, das heißt, wenn ich mit ganz viel Glück am Ende, also ich mach 10 Minuten gerade den gleichen Scheiß, irgendwie nochmal zu deinem Punkt kommen sollte, ich werde auf jeden Fall nicht den anderen Punkt nehmen. Ich nehme auch den X21, ey. Aber, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob das so in Ordnung ist. Das ist, glaube ich, in unserem Regelwerk so nicht vorgesehen. Ja, du kannst ja nicht jetzt... Also bis ich da bin, das wird so in ungefähr einer Stunde sein, habe ich eh schon wieder vergessen, wo du warst. Okay, ich war links. Digga, P-Red, Alter. Ey. Die Anfahrt hier ist aber... Also ich muss dazu sagen, der Shiburek ist einfach nicht für Wardwechsel gemacht. Also auf jeden Fall nicht für lahme Wardwechsel. Also hättest du davor wenigstens noch einen Speed eingebaut. Das ist immer so dieses unnötige Schwermachen, Brody. Helf doch so ein bisschen. So hilf so minimal. So was ist das für ein Scheiß, Mann, ey? Digga, so ein Müllkack. Oh, ich bin zum ersten Mal am Wardwechsel. Okay, hier ist eine Flip-Hilfe dabei. Also was, alle Kommentare kommen auch vom Mr. P-Red. Ein Spawnpunkt sollte jetzt gefixt sein und ein paar Stellen sind jetzt etwas einfacher. Ist aber immer noch krankschwer mit dem Schrottfahrzeugen. Ja, dankeschön. Und ein Franzose hat geschrieben, la na nulla circon du un point du respawn au de gut. Okay, das heißt wahrscheinlich, die Map ist endnormal scheiße. Kann ich bestätigen. Das würde ich zu dieser Map auch sagen, ja. Stinkt nach Toilette. Nein! Also, Mr. P-Red, ja? Bisschen Feedback. Wenn du schon die Schrottkarre abgibst, ja, dann bau doch zumindest ein paar Speeds hier am Anfang rein, weil du siehst doch. Was? Das ist doch scheiße, Brudi. Also, es ist ja auch ein bisschen unfair, dass die Schrottkarre einfach noch extra schwer ist. Also ich meine, natürlich ist die schwerer als die normale Karre, ne? Das ist ja. Also mit Speed Natur der Sache. Wäre nice. Aber wir hatten es doch schon bei der anderen Map. Mit Shiburek Worldwechsel, sie gehen einfach nicht. Wie häufig sollen wir das noch demonstrieren? Zack. Vielleicht muss ich gleich die Koralle gut hinkriegen. Aber es ist hier schon so ein MG-Flip, der aber auch zwei Reihen... Jetzt verkacke ich den auch noch, Alter. Zwei Reihen breit ist und nicht eine. Also... Ich glaube, ich hätte schon keinen Bock, das mit dem Club zu zocken. Sehr schön. Also, Mr. P-Red, ne? Ich hätte gerne hier noch so ein Speed. Oh. Oder hier beim Übergang noch ein Speed. Weil so... Wiederhole mich. Bleibt scheiße. Okay, ich fahre jetzt zurück. Gleiche Strecke oder was? Oh. Ja, habe ich. Unten bleiben. Oh nein, ein Downflip. Oh, habe ich. Kein Plan, ob ich richtig bin. Aber die Idee finde ich ist geil. Einfach die beschissen, wirklich die beschissen GTA. Nein! Und die es so gibt. Die Idee ist geil. Die Map ist scheiße, aber die Idee ist total geil. Okay, also jetzt muss ich sagen, kein Plan, wo ich lang muss. Also Streckenführung ist nicht gut auf jeden Fall. So, guck mal, machen wir jetzt den hier. Dann machen wir einen MG-Flip, der aber doppelt gebaut ist, der also eigentlich recht einfach ist. Verkackt habe ich ihn trotzdem schon mal. So, Koralle. Ja. Speed. Den ganzen Fisch wieder zurück. Flip. Sauber. Unten fahren. So, und jetzt diesmal nicht den Downflip machen, sondern geradeaus fahren. Und dafür scheiße jetzt den Downflip machen. Oh, okay, ich dachte, das wäre ein Troll, es war aber gar kein Troll. Bin ich durch? Fick dich, P-Rats! Da war doch ein. Ich hab einen, ey!
Ich hab einen Troll analysiert. Fick meine Eier! So, ich komme hier an. Hier war der Troll, den ich gecountert hatte. Ich dachte, den ich countere. Und jetzt fahre ich... falls hier rechts am Land. Dafür. Oh. Oh. Ja, wie komme ich jetzt am besten runter und jetzt in so ein scheiß Loch einfliegen? Das ist aber wieder so eine. Ja. Was hat Silber dazu gesagt? GTA-Kante oder so? Richtig unten. Wenn ich den Pol des Schmuf nehme, baller ich immer auch richtig weg und zur Seite. Also nicht. Okay, Schmuf. Marvin, der nächste Punkt. Oh ja, ey, bitte. Es ist wieder eine grüne und eine pinke Plattform. Diesmal andersrum. Pink ist links, grün ist rechts. Ja, bisher hast du ihn ja besser lesen können. Bis ne? Jetzt also habe ich immer links genommen. Ich nehme jetzt einfach mal rechts zum ersten Mal, weil ich hoffe einfach mal, dass er die gute Karre nicht die ganze Zeit unter der gleichen Scheiße verbirgt. Ja, wir sehen uns, Muchachos, wahrscheinlich auf dem Weevil. Es ist der Weevil. Okay, dann hast du zumindest auch mal die beschissene Karre. Okay, Muchachos, fick meine Eier. Mal gucken, ob das irgendwie besser machbar ist. Egal, ich fahre die ganze Zeit in Teleport-Punkte und fall dann von der scheiß Strecke runter. Und sag, okay, Warride oder nicht? Deko auch, nicht vergessen. Es ist ein Warride, würde ich sagen, ja. Oh. Es ist... Ah, ich weiß sogar welcher. Das ist der Part, den ich vorhin fälschlich zurückgefahren bin. Wo ich danach nicht wusste, Digga, Alter, ey. Mit dem Weave, Alter. Alter. Also sehen wir uns in 8 Jahren, ja? Alter! Okay, das wird schwierig. Oh, jetzt. Ich bin jetzt eiskalt wieder hier. Ja, einmal jetzt unten fahren, ne? Einmal unten fahren, ja, habe ich. Okay, sonst brauchst du nicht raus, das reicht nicht. Digga, wie soll das möglich sein, ey? Was passiert? Also, wenn ich nach unten fahre, dann das Gewicht vom Shibura, ich bin ja nicht todesschnell, weil wieder kein Speed eingebaut ist. Digga, ich muss nur. Kommt irgendwo ein Speed. Ich muss nur ganz, ganz leicht, Digga, den Boden berühren und schon ist verloren, Digga. Ah, okay, er hat hier auch noch Speeds hinten eingebaut. Hinterm Spawn. Hauptsache, hinter dem Weevil Spawn sind noch 2 Speeds. Gut. Ja, dankeschön, Loser P-Red. Gut, Mr. Danke für gar nichts. Gut. Danke für gar nichts, würde ich jetzt auch so sagen, ja. 6 Sätze hat er, glaube ich, damals gesagt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck, fuck. Hoch, Bruder, hoch. Ja, Alter, die Scheißkarre kann einfach überhaupt nichts. Danach muss ich noch ein... Ja! Okay, also ich verkacke übertrieben hart, weil ich keinen Speed habe. Ja, genauso wie ich. Wenn ich weiterkomme, muss ich einen schmutzigen machen. Und danach eine Koralle. Okay, ich weiß nicht. Und dann muss ich wieder zurück. Okay, ich weiß nicht, ob der Weevil so nice ist da drin. Oh, ich habe wieder den Scheiß hinbekommen, bitte jetzt einmal, ey. Der Weevil ist auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, alles andere als nice. Egal. Oh, was. Ey, der zieht auch nicht nach oben. Das ist unmöglich, Mann. Das geht nicht. Oh. Oh. Digga, ich schaff's. Nein. Nein. Ja. Ja, ey. Aber ich weiß immer noch nicht, was danach kommt für ein ganzer Scheiß. Das wird nochmal sehr, sehr interessant. Ja. Was? Ich fahre einfach nur an dem Wallride lang auf den Schmutzigen zu und meine Reifen von oben kippen einfach weg. Ich bin ganz normal gefahren. Ganz normaler gerade. Ist das schon mal mit jedem, jemals mit irgendeinem Auto passiert? Dass du beim ganz normalen Fahren mit den Reifen wegkippst? ja, wenn der Wallride so flach ist, weißt du? Ja, aber ist er nicht. Okay. Ja gut, dann nicht. Digga, was für eine geile Karre, ey. Was soll ich noch machen? Ich mach doch schon alles hier. Okay, jetzt fahren wir unten. Nicht in den Speed. Jetzt fahren wir nach oben. Ohne Probleme, Digga. Tuning Kit, er löst alles aus. Und jetzt hier langfahren, okay. Ey, wie soll ich denn danach noch eine Koralle schaffen mit dem Weevil, Alter? Komm schon, Weevil. Ich bin nicht... Ich bin nicht! 300 Jahre später! Muchachos! Ich hab's nicht hinbekommen. Impossible. Loser Pirate. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Setz mir mal die Krone umgekehrt auf. Für mich ist das auf jeden Fall keine Boxershort. Wobei, ich hole eine Boxershort. So, du hast jetzt ja...
die andere Seite genommen. Ich nehme jetzt wieder den Club, um zu schauen, wie es ist, ja? Ich schaue es einfach mal, damit man das mal gesehen hat, ja? Ja, da musst du in rechts reinfahren, ne? Okay. Ey, Digga, ich habe hier schon wieder so hart. Ey, P-Red, ne? Also... Ja, sag mal, du hast ja geschrieben, dass die Scheißkarren scheiße sind, ja? Aber, also, es wäre ja schön, wenn es wirklich möglich wäre, das zu schaffen hier. Ja, dann versuchen wir es mal mit dem Clubby. Also, du meinst ja, die wäre in Ordnung gewesen, ne? Die Stelle jetzt? Glaubt jetzt? Nee, der war scheiße. Okay. Also mit dem X21 ging's. Die Auffahrt ist kacke. Alter, was? Das, du musst ein bisschen nach links in die Tube reinfahren, dass du dann über den Pfeil springst, auf der anderen Seite landest. Du musst leicht nach links springen. Ah, da rein, ja. Okay. Muss ich den Speed mitnehmen? Du brauchst ein bisschen Speed, um den Sprung zu schaffen, ja. Alter Schwede, ey. Die Idee ist ja cool, ne, aber schauen wir mal. Also ein Problem mit dem X21 war da, dass ich mich ständig überdreht habe beim Landen, als ich in die Tube wieder reingekommen bin. Ja, das habe ich doch mit dem Club nicht, das Problem, oder? Was denkst du denn, ey? Digga, 40 Minuten, ey. Ey, Lutsch, P-Red, Digga. Junge. Ja? Ey, ich habe gerade zum ersten Mal den Schmutzigen geschafft. Bin in den Speed danach durchgefahren, hat mich ausgelöst. Und dann bin ich einfach rausgedroppt. Nice, P-Red, ey. Nice, Digga. Ey, zum allerersten Mal. Jetzt auch nur eine Viertelstunde, ne? Digga, dieser Weevil ist so eine Müllkarre. Skidda! Okay, ich bin am Warride dran. Ich hoffe, das ist eine Führung. Ja, ist eine Führung, okay. Was muss ich jetzt hier machen? Jetzt kommt ein MG-Flip. Nein! Nicht mit dem Club, Digga. Willst du dich komplett verarschen? Ja. Also nein, aber ja. Alter, okay. Verkackt, aber es ist möglich. Ja, also auch wieder richtig beschissen, hallo. Also Dankeschön für diese Map, aber da musst du wirklich nochmal ein bisschen mehr Liebe reinstecken, Digga. Einmal mal das Ding ausführen, selber vielleicht nochmal zocken. Also das ist ja vollkommen Banane. Ich bin mir aber sicher, dass das genau so ist, wie er es haben wollte. Ja, es macht doch keinen Spaß, also... Nein, macht's auch nicht. Nö. Die Map zumindest, wenn man die Scheißkarren hat, dann ist die auch, glaube ich, nicht dafür gemacht, dass man Spaß hat. Also bisher war ja echt nichts möglich, ey. Okay, ich war jetzt auch erst bei dem Punkt, ne, aber... Das hier mit dem Weevil ist hundertprozentig auch alles möglich. Wobei ich noch nicht bei der Koralle war. Man muss halt wissen, wie es geht und man muss wirklich... Du musst hier jeden Winkel, mit dem du irgendwo lang fährst, vorher fünfmal ausrechnen. Damit du den richtigen Winkel kriegst, wo du den richtigen Speed mitbehalten kannst, wo du dann auch mit hochkommst und nicht zu niedrig bist und alles mögliche. Also es ist halt wirklich einfach scheiße. Es ist einfach scheiße. Hi Deko! So, endlich mal wieder da, nach 100 Jahren. Digga, so, was machst du, ey? Oh. Komm ja schon nicht mal da hin, Alter. Okay, wieder da. Okay, das ging jetzt relativ schnell, aber der Emschi, boah, das wird nochmal sehr, sehr interessant. Also immerhin ist er doppelt gebaut. Ja. Ja, und danach noch die Koralle, ne? Ja. Und dann zurück. Also das wird sehr, sehr, sehr interessant. Okay, Muchachos, ich habe mich jetzt hier auch 25 Minuten, habe ich mir den Arsch aufgerissen. Es ist nicht annähernd irgendwie, also es ist irgendwann bestimmt machbar nach einer Stunde oder zwei vielleicht, mit Glück. Wir werden jetzt einmal kurz den Korax machen und uns zum nächsten Punkt zaubern. Und hoffen, dass wir dann nicht den Rasenmäher kriegen. Shiburek, so gut wie unmöglich. Der Lachs, so gut wie unmöglich. Club weiß ich noch nicht, ne? Da bin ich gerade dabei. Aber ey, ich hoffe, du kriegst jetzt gleich nicht den Rasenmäher. Digga, da hoffe ich auch. Okay. Echad, Stein, Schalosch. Ganz merkwürdiges Ding. Wir sind wieder hier und wir sind jetzt mit der Barty unterwegs. Und ich glaube, wir müssen jetzt einen Glide machen. Nein, zum Mount Chiliad wahrscheinlich, ne? Surprise, surprise. Vermutlich zum Mount Chiliad. Digga, wenn ich jetzt den Rasenmäher kriege, dann werde ich diese Map wieder nicht beenden, ne?
Ja, aber was kann denn die andere Karre sein? Also ich bin froh, wenn du den Rasenmäher bekommst, dann ist es hier nämlich endlich vorbei. Also Mr. P-Red, das war ein kompletter Schuss in den Ofen mit dieser Map. Alter Schwede, ey. Also die war halt wirklich... Also komplett unverhältnismäßig, Digga. Komplett, also es hat gar keinen Sinn ergeben. Also da sind ja Silbermaps noch einfach gegen, ey. Oder da hat man bei Silbermaps irgendwie noch Lust dran. Ich würde schätzen, also man kann es wahrscheinlich schaffen. Ich würde aber schätzen, aber auch bestimmt ein oder... Richtung 2 Stunden für die Scheißkarre. Für jeden Punkt. Für jeden Punkt. Das heißt, wir sind bei 8 Stunden am Ende. Für jeden Punkt, so war das gemeint. Aber, ne, falls GTA Ältestenrat oder so Bock hat oder irgendwer anders, der uns gerne bestrafen will und uns auscountern will, dann ja. Setzt euch gerne dran, versucht es. Mit den Scheißkarren natürlich, nicht mit X21, das kriegen wir selber hin. Und testet mal, wie lange ihr braucht. Ich bin jetzt am Punkt vorbeigeslidet. Ja, ich glaube, das ist einfach nur der innere Schutz, der dir sagt, nein, ich möchte nicht mit dem Rasenmäher den Mount Chili hier drunter ballern. Wobei ich den eigentlich, muss ich sagen, schon echt fast einfach finde. Es war ab und zu so ein bisschen random, aber ich komme da jetzt schon relativ schnell durch. Ab und zu so ein bisschen random. Ja, du kannst das minimal steuern, wirklich. Du kannst das wirklich minimal steuern. Nein. Und ich weiß jetzt schon so langsam, wie ich da lenken muss. Oh. Okay, ich bin angekommen. Aber ich drück dir die Daumen, dass es nicht der Rasenmäher ist, weil ich nicht noch weitere 2 Stunden hier hocken möchte. Bis jetzt war das gute Fahrzeug immer links. Mhm. Werde also jetzt wieder links fahren. Fick dich. Fick dich, Pirates! Ey! Was ist es? Ja, der Rasenmäher! Ey, bitte. Noch eine Verwandlung zu irgendwas? Nein. Oh, das erste einfach Mal! Nicht. Einfach rasen! Ich hab Eisgard die NFC-Scheiße bekommen. Ich fall runter, ne? Ich berühre den Mount Chilia. Tot. First try. Nice. Alter! Oh. Ich hab die Koralle hinbekommen, aber ich will auch noch was von dieser Map sehen. Muchachos. Echert. Stein. Schalosch. Kann ich fahren rückwärts? Hier ist ein Verwandler. Ha! Oh! Ey! Okay, das muss ich sagen, P-Red, ist okay, ist cool. Bin jetzt mit dem Rasenmäher runterfallen, habe ich jetzt das Warnungspunkt eingesammelt und bin jetzt der Club. Oh. Ich musste mit dem Rasenmäher nur so, keine Ahnung, die ersten 20% schaffen. Oh. Und mit dem Club kann ich immerhin schon mal nicht sterben. Also ich werde irgendwann unten ankommen. Okay, Deko, wo warst du? Links oder rechts? So, ich glaube, du hast danach grün genommen, ne? Ich hab danach dann rechts genommen, ja. Das heißt, wenn du links okay. reinfährst, musst du eigentlich X21 haben. Oh. Oh, okay. Ey, Junge. Oh mein Gott, Junge. Ey, was für eine Map, ey. Scheiße. Ja, diese Stelle hier bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. So weit unten war ich noch nie vorher am Mount Chiliad. Aber wie gesagt, ich glaube, einmal bin ich unten angekommen. Ein einziges Mal. Kannst du, geht das mit dem Spawn? Ja, es geht so einigermaßen. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier machen muss, aber erst grün und dann der andere Scheiß ist wahrscheinlich, ne? War immer erstmal grün, ne? Ja, grün ist richtig. Ach, da muss ich oben langfahren. Ah, okay. Also ich versuch den Scheiß hier mal, ne? Ja. Yeah. Aber du bist jetzt wahrscheinlich auch gleich durch, ne? Ich sehe das Ziel, ja. Okay, eieiei. Ich fahre jetzt aber noch nicht rein, ne? Ich lasse dich erstmal noch ein bisschen. Genau, ich will hier nur ein paar Mal hier testen, aber das scheint ja hier dann hoffentlich da relativ chillo zu sein. Die war richtig unbefriedigend, diese Map. Alter Schwede. Ja, weil wir nichts schaffen konnten, bis auf die halt das gute Fahrzeug. Das ging. Also bis jetzt, ich weiß nicht, was Marvin jetzt hat. Ja, fährt mir jetzt nach oben, ja, ne? Ich fahr mal hier nach oben. Ist nach oben, ja. Und hier ist der Schmutzige. Ist aber auch 5000-fach gebaut. Ist das random, Alter? Alter! Ist das random? Okay. Ich denke auch. Mit dem X21, glaube ich, geht das ganz gut. Aber ich will auch noch wissen, was der Rasenmäher-Ersatz ist. Das würde ich auch gerne wissen. Also, vielleicht der Zug. Sagen, guess mal. Dafür, dass bis jetzt alle Punkte beschissen waren. Und wir hatten nur Angst vor dem Rasenmäher, ne? War das Scheißfahrzeug mit dem Rasen, also als Rasenmäher, war jetzt echt gut. Vielleicht hat der andere auch ein Rasenmäher, aber verwandelt sich nicht mehr.
Oh, das wäre der Shit, Alter. Vielleicht noch viele Fahrzeuge erwischt. Koralle. Mhm. Also, soweit habe ich es leider nicht geschafft. Und jetzt? Wieder zurück, oder? Jetzt wieder zurück. Ja, noch eine Koralle. Viel Spaß, Digga, ey. Viel Spaß. Weiß er nicht, nee, jetzt geradeaus? Nee, also du musst ja zurück, Koralle und dann wieder eine. Jetzt okay, musst du, ja. Musst du hier machen. Ey, also. Lol. Hä? Lol? Ah! Hä? Okay, dann bist du durch. Lol. Das war. Hä? Okay. Ja, hier bin ich ja jetzt wieder. Okay. Gestartet. Ja, gut, also, ich guesse jetzt einfach mal. Der Zug. Der Zug wäre schon geil, wenn man einfach nur mit dem Zug da runterrutscht, weißt du? Man kann gar nicht verkacken. Das wäre schon cool, oder? Ja. Aber man muss sagen, ganz kurz. Cool. Ich will jetzt nochmal ganz kurz Fazit, so ein Zwischenfazit, also eigentlich fast am Ende Fazit. X21 war überall viel zu einfach. Also, das war jetzt ja auch wieder, ne? Ja. Das war schon ziemlich einfach. Und, ey, die Schrottkarre fickt dich einfach nur, wirklich. Also, nein. Es war komplett unverhältnismäßig einfach im Vergleich. Ja. Und mein Guess ist jetzt, glaube ich, wirklich, ich würde sagen, da ich jetzt wieder links genommen habe und vorher auch immer links das Gute war, würde ich schätzen, der hat es einfach durchgezogen. Links war immer gut, du fährst rechts reinfahren, wirst ein Rasenmäher auch bekommen und wirst aber den Rasenmäher behalten. Und nicht so wie ich nach 20 Metern zum Club wechseln. Okay, das heißt, du hast jetzt was genommen? Ich habe... Links, ne? Ich habe links genommen, ja. Okay. Und? Ich bin der AirTag, Digga. Mit eiskalt der AirTag. Hey, nee. Muss da wieder langfahren? Okay. Okay, also muss ich gar nichts machen? Was? Was bist du jetzt? Ist, nochmal der AirTag? Jetzt fahre ich runter mit dem AirTag. Kann ich mit dem verkacken? Ich weiß gar nicht. Ich muss. Also. Auf jeden Fall bin ich arschlangsam. Also mir kam da jetzt relativ zeitnah dann ein Wechsel. Ja, bin durch. Wechsel mit dem Club. Dann war das Finale, das Ende ja richtig muschimäßig eigentlich. Aber ey, das war wieder so, alles andere war einfach unmöglich und dann am Ende wieder, also es war so maximal beschissen einfach, Brudi. Ja, so würde ich es auch sagen. So, Schwierigkeitsgrad für die Schrottkarren. Keine Ahnung, ich gehe jetzt kurz zum Training, vergesse aber, ich stelle den Schwierigkeitsgrad ein, drücke 9, ja, um irgendwie 9% Schwierigkeit einzuhauen, aber die Taste klemmt, gehe zum Training, irgendwann ist es bei 9 Trilliarden, und dann kommt er vom Training wieder und drückt einfach Enter. Das war einfach die Schwierigkeit von der Schrottscheiße. X21 war viel zu einfach und am Ende, ja, richtig unbefriedigend, Brudi, scheiße. Ich muss auch sagen, dafür, dass es jetzt so knallhart war, war das Ende unbefriedigend. Hätte er einen wenigstens, finde ich, noch mit dem Rasenmäher da runterfahren lassen müssen. Also, Feedback hast du bekommen. Die Map ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die Ansätze waren ja geil, aber Umsetzung war einfach minus 12 durchgefallen. Trotzdem vielen, vielen Dank für diese Map, muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Ist ja danke nicht selbstverständlich. Ja, danke schön für die Mühe. Und wenn aber du das nächste Mal freundlichere Worte hören willst, dann versuch eine Map zu bauen, wo die Spieler einfach Spaß dran haben. Ja. Und nicht was absichtlich so beschiss gebaut ist, dass es einfach nicht geht oder dir komplett den Arschloch aufreißt, wenn du es doch versuchst. Ja,